Hey, Schuss und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Shever. Nun, in der letzten Folge haben Sie nicht gesehen, wie ich ihm die Niere rausoperiert habe und mir danach episch die Hände gewaschen habe, weil ich auf dem Klo war. Ihr könnt froh sein, dass er sich die Hände gewaschen hat. Also viele machen das nicht. Und jetzt sehen wir die Klospülung. Wusch. Ich will auch so eine Klospülung. Ich auch. Wobei, in der Größe. Wobei, da bräuchten wir jedes Mal zwei Leute, wenn jemand auf Klo gehen muss. Oder du brauchst verdammt lange Hände. Oder wir spülen nur noch einmal am Tag. Wobei, nein. That's just disgusting. Oder wir pissen einfach vom Balkon. Warte mal, gibt's hier sonst noch was? Oh, hier kommt jetzt noch gleich einiges. Oh. Ja, das sieht nach Arbeit aus. Oh ja, und es wird noch künstlich in die Länge gestreckt. Yay! Dafür, dass wir hier eigentlich nur so mal hin sollten, ne? Dafür, dass wir mal in der Höhle sollten. Ja. Das ist und jetzt sind Jenner schon spielen. Das ist ein verdammter Tempel hier. Mit verdammter Wugga Wugga. Wugga Wugga Wugga. Genau das. Oh, guck mal, ein Pott. Altertümliche Töpferei. Zerstört. Ich frage mich ja nur eher, wie kommt die Munition hier hin? Naja, frag dich mal Folgendes. Nee, vergiss es. Die Welt wird's nie erfahren. Ernsthaft, wenn du siehst, was die Typen hier alles in ihrem buschmännischen Style bauen konnten, wirst du dir noch an den Kopf fassen. Teleportgebung. Da kommst du echt mit Logik nicht weiter. Wo sollen wir überhaupt hin? Hier schon mal nicht. Nein, da war ich schon. Ah, hier in die Richtung geht's aber. Meine weiblichen Instinkte sagen, da wo du gerade hingehst. Und du hast keine weiblichen Instinkte. Naja, mein weiblicher Avatar denkt sich... Tüdüdü. Fleisch. Guck mal, wir könnten ja natürlich einfach die Treppe runterlaufen, hol. Ja, aber du willst ja alles finden. Ja, natürlich, weil es uns weiterbringt und so. Ich habe das Gefühl, ich sehe hier immer noch was, weil ich habe immer das Gefühl, hier oben wird irgendwo was versteckt. Wie zum Beispiel das hier? Hä? Oh, ist das so? Dein neues Spielzeug. Heilige Scheiße. Hast du noch Platz? Ja, ich habe sogar noch Platz. Hast du Platz? Jetzt kann ich nur nichts anderes mitnehmen. Was ist denn das für ein Schnuckel hier mit Explosivgranaten? Oh, wie geil. Ein Granatwerfer. Geil. Come on. Wirst du auch brauchen. Okay, wie du meinst. Du erinnerst dich noch an Spielzeitverlängerung? Du meinst, ich bin König? Ja. Ja, aber ich bin König. Ja, aber gerade mal, wer sich denken wird. Nee, bist du nicht. Oh, ach so, einer muss jetzt... Okay, und ich muss jetzt da irgendwie rüber. Zieh! Den Moment, soll ich da zu dir rüber? Ich bin mir gerade unsicher. Soll ich? Geht das? Oder... Ja, super, jetzt... Ja. Ich lauf weg. Ich stehe mal hier, ne? Ich bewundere meine Haare. Es ist relativ creepy, wenn man Chris da unten so halb durchsichtig sieht. Haben sie echt super strukturiert, gell? Jetzt gucke ich ja die... Chris, du kannst auch woanders hingucken, außer diese Kette. Ah, diese Kette. Er guckt gerade nonstop bei mir diese Kette an. Noch eine Klospülung. Lass doch nicht den Kopf versenken. Oh, guck mal. Da ist was. Yay! Treppen! Ein Saphir. Weißt du was, ich nehme das Ding jetzt sogar mal in die Hand, einfach um mich cool zu fühlen. Weil das Ding sieht auch noch verdammt badass aus. Ist es auch. Man fühlt sich verdammt schlecht, Arsch. Badass. Schlecht, schlecht. Nicht schlecht, mein Specht. Nicht schlecht, der Arsch. Ah, der Dads. Okay, bevor wir ziehen... Ach, guck mal da. Ah ja! Oh, guck mal, ich habe was Hässliches gefunden. Cool. Sollen wir da runter? Ne, von da kommen wir. Glaube ich. Sagt dir der Typ mit dem Orientierungssinn wie eine Kartoffel. Möchten Sie diese Klospülung gemeinsam ziehen bis zu Ihrem Lebensende? Ja, ich will. Hurry!
Autoscram-Button. Ich glaube, so würde eine WC-Enten-Variante von Indiana Jones aussehen. So? Ja. Mit Treppen? Ja. Okay. Okay. So, und jetzt fragen wir uns, welches afrikanische Volk sowas bauen kann. Ja. Und noch immer mit Stöcken rumrennt. True that. Ich meine, die können sowas bauen und greifen uns mit Speeren an. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Habe ich da gerade Gegner gehört irgendwo? Irgendwo blubbern wahrscheinlich schon welche rum. Weil dann nehme ich doch erstmal mein Gewehr, weil... Ach, gucke du. Weil für sowas verschwende ich ja nicht meine schönen Granaten. Ja, da ist Snipern eh besser. Oh, ich habe da oben was funkeln gesehen gerade. Du auch? Ich sehe da gerade eine Menge. Warte, ich sehe da oben was funkeln. Ja, dann funkel du mal ein bisschen. Geht schlecht, ich bin unter Beschuss. Ja, ich schieße auch. Okay. Shit. So, mal gucken, dass ich die Herrschaften hier mal ein bisschen beschäftige. Also egal, was da ist, wir können es nachher einsammeln. Es sei denn, es despawnt einfach irgendwann. Habe ich bisher noch nicht erlebt, aber was weiß ich schon. Das Spiel macht ja alle nach, solange ich bespielt verrückt Tag. Ah, schade, lohnt nicht für einen Granatwerfer. Du willst unbedingt den Granatwerfer testen, ne? Ja! Was macht er denn? Gekloppt! Na komm, du Arsch! Euch hat... Die sollen aufhören, solche Bewegungen zu machen! Du meinst, dir mit ihrem Gemächter voraus ins Gesicht zu springen? Ja, genau! Ja, ich finde das auch ein bisschen verstörend. Stop your dick dance! Ich klopp dich! Nein! Tütensuppe für Knorr. Wow! Schrotgewehr, geil! Ich möchte da aber hoch. Oder wo ist das jetzt hingefallen? Wer möchte das nicht? Das, was wir abgeschossen haben, das muss ja irgendwo gelandet sein. Ja gut, das wird wahrscheinlich noch eine Etage höher liegen. Wo wir da überhaupt hin? Na, ich würde mal sagen, wenn da was runterfällt, wo wir gerade nicht drankommen, dann ja, die Chance ist vorhanden. Ich jetzt mal nur so meine Denke. Ja, das war irgendwo da hinten, also... Wäre ja fies, weil ich hab's direkt gesehen, wollte es eigentlich direkt einsammeln und dann... Nö. Umguckzeit! Umguckzeit, es ist die geilste Zeit. Ich gehe hier mal lang und finde eine Truhe. Mit Black Panther, was zur Hölle? Blendgranaten? Das sind keine Blendgranaten. Ach so, die sind wahrscheinlich für meinen Granatbumbum. Kann das? Ah, ja, doch, müsste. Warte mal, dann lass mal, Gib mir die mal. Ich geb dir mal das hier. Und du gib mir mal die. Mit was könnte ich die jetzt kombinieren? Das wüsste ich jetzt mal ganz gerne. Warte, ich versuch das mal. Tatsache, die kann ich mit meinen Granatwerfer stopfen. Das ist schon zu lange her, dass ich die Granatenverpackung gesehen hatte, deswegen wusste ich es gerade nicht. Jetzt hab ich Explosivgranaten und Granatwerfer mit Blendmunition. Oh, wie cool. Ah, geil. Ron, stop. Nein, nicht schon wieder. Wingardium Leviosa. Wieso kommen wir andauernd an dieses Thema? Ich weiß nicht, andauernd. Weil es verstörend ist. Ja. Ich glaube, wir ziehen am besten mal da hinten, oder? Da hinten kannst du nicht ziehen, hier können wir aber ziehen. Ja? Ach so, stimmt ja. Da hinten fehlt ja einer, da kannst du nicht ziehen. Ich will trotzdem dran ziehen. Nee. Nee. Ja, weißt du, eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen shoppen gehen. So ein bisschen Fairtrade-Kaffee. Ja, und dann... Ich komm ja schon. Meine Fresse. Das war's mir sogar wert. Jetzt hast du das Ding mal in Aktion gesehen. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, wie das Ding schießt. Weil ich hätte gedacht, das macht einfach nur Stup und dann ist es weg. Aber das ist, läuft ja ein bisschen anders. So ein bisschen flop. Ja, nee, das Ding, die Dinger gehen ja gerade. Das Ding fliegt ja richtig.
Ich meine, die Blendgranaten werden jetzt mal nicht so wertvoll sein, schätze ich einfach mal. Boah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, welcher Gegnertyp auf Blendgranate reagiert. Weil, ganz ehrlich, ich habe Blendgranaten, ich habe Explosivdinger. Ich schätze mal, die Explosivdinger werden die sein, die gut wehtun. Ja, Landmin nehme ich mal. Ja. Ich weiß ja, was er kommt. Ja, wobei Blendgranaten bei bestimmten Gegnern nur taktischer Vorteil. Warte mal, hab ich da was gesehen? Nö. Spring! Warum auch immer du springen wolltest. Spring um dein Leben! Hier geht's nämlich auch noch hin. Ha! Ja, aber du konntest springen, das ist eine Abkürzung. Nicht wirklich. Wobei. Ja, wenn man auf dich warten muss, nicht. Ach, guck mal, hier. Ach so, und jetzt muss einer nach oben. Okay. Genau. Okay, oh, jetzt muss ich mir aber kratzen, das heißt, ich muss gehen. Scheiße. Okay, so. Jetzt kann ich wieder laufen. Das ist ein Argument. Ja, ich muss mich kratzen, dann kann ich meine andere Hand nicht zum A drücken benutzen. You know? Ach, gucke du. Guck mal, Spinnies! Wow, die sterben instant durch das Ding. Ah, reagieren die drauf. Oh, gut. Ja, instant tot war das Ding. Ich weiß, das war wahrscheinlich voll die derbe Verschwendung, aber... Oh, ich hab's weg. Okay. Oh, Feuerfall Tabanga. hast du da unten Probleme? Ich vermie mal ein bisschen die Gegend. Na, du Arsch. Ey, du Arsch! Kommt spielen. Ja, komm her, noch ein bisschen. Der ist ein guter Vollidiot. Ich bin schon auf dem Weg. Scheiße, ich kann nicht auf dem Weg sein. Bleib einfach am Leben. Geht ja schlecht. Ich darf mich in dem Status ja nicht heilen. Ich kann hier nirgend... Wieso konnte er da runterspringen, aber ich nicht? Was ist denn das für ein Rotz? Der konnte hier runterspringen, ich nicht. Ich finde das sowieso geil. Mal nimmt er 10 Schritte entfernt als sicher an, plötzlich nicht. Also manchmal ist das Spiel merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig. Manchmal führt es sich auf wie ein kleines Arschloch. 24.000 allein durchs Objekte verkaufen, heilige Scheiße. Das ist eigentlich eine gute Idee, mal ganz schnell verticken. Die Blendgranaten behalte ich erstmal. Ja, aber teilweise regt es mich auf. Da denkt sich das Spiel immer, diesmal nicht, ja. Es ist irgendwo echt ein bisschen meh. Nix Halbes und nix Ganzes. Das ist Gott, wir haben... Wo haben wir das ganze Zeug her? Das sind die ganzen Edelsteine, die ich mitgenommen habe. Mensch, Chris Fleischfield. Ja. So eine richtige kleine Lara Soft. So, meine Dragunov hat jetzt richtig Power. Hat jetzt richtig Wummes, die Wumme. Nur Sekunde, ich lade mich erstmal munitionstechnisch auf. Natürlich darf ich die Pumpe nicht aufrüsten. Ich habe so viel Kohle, ne? Kohle. Vor allem, auf wie viel kann man die Pistole aufleveln, aber der Schaden bleibt. Kritische Treffer könnte ich mal machen. Mei, Oma. Was kostet die Welt? Zu viel. Nicht wirklich. Ich hab mir gesagt, was die Explosivgranaten werden mir noch nützlich sein jetzt nachher. Deswegen... Ach ja. Oh, es gibt noch mehr Granatenarten. Es gibt noch Säuregranaten? Mhm. Im Shop gibt's die. Wow, wie cool. Das ist Munition, die ich kaufen kann. What the fuck? Hab ich noch nie gesehen in einem Resi-Spiel. Nee, also das ist echt... Kann man von halten, was man möchte. Bin da, bin bereit. So, ja, wird schon funzen. Ja, diesmal stellen wir uns hoffentlich klüger an. Klüger Lord. Müssen wir das jetzt hier nochmal... Nee, aber guck mal, hier liegt noch... Hier haben wir was übersehen. Okay. Diesmal geh du mal oben und ich bleib unten, weil ich habe einen Granatwerfer. Ich glaube, das ist schlauer. Weißt du? Ja, okay. La 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 la. La 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 la. Oh Junge, ich weiß gar nicht, was mir hier passieren könnte. Ach, guck du. Okay, hol. Oh shit, ich kann nicht an den Hebel. Jo. Einfach an den Hebel, okay? Ich häng dran. Ja. Nimmst du jetzt mal? Danke.
Einfach bevor wir hier noch mehr Munition verballern. No, nerven werden sie trotzdem. Ja, ja. Und vergesst nicht, falls da... Ja, bei dir liegt, glaube ich, auch was. Nee, das sind Landminen. Nee, da lag was an der Statue. Achso, das war noch von der einen Spinne. Nein, das war nicht von der Spinne. Diese Statue, da ist immer was drin und bei dir auch. Rinde? Achso, das meintest du. Ja! Mann! Oh, hallo, Feuerman. Ich liebe es, wenn ein Eingeborener explodiert. Nicht rassistisch gemeint. Ich meine, guck mal, die tun sich das ja selber an, also von daher. Hat sie einer dazu gezwungen? Nope! Ich geb dir moralische Unterstützung. Cool! Zur Munition, hier haben wir Maschinengewehr-Muni. Oh, das wäre schön. Arsch. Du Arsch. So. Der ging mir auf den Keks. Okay, hier unten hast du ein bisschen Munition für dich. Hier ist Munition für dich. Ah, wunderprächtig. Alter, die Dragunov fängt an, richtig schnell zu schießen. Die rastet die aus. Die Dragunov ist mächtig. Die rastet aus. Die flippt aus, ich sag's dir. Das war mir gerade ein Bedürfnis. Tsching. Gewehr und hier haben wir nochmal was. Nein, das wollte ich nicht. Hier ist noch eine Mine hier unten, weil du tragen kannst. Hier hin. Minen? Ja, die gehen immer. Kannst du hier, hab ich da. Hab ich hier, kannst du da. Weißt du, hab ich hier, kannst du da. Aber du kannst. Weil hab ich hier, hast du dort. Aber du kannst auch da und dann kann ich hier. Moment mal, wo müssen wir jetzt. Ah ne, hier. Spiel sagt, dass wir hier hin sollen. Achso, ich könnte ja mal die Map wieder einschalten. Ja. Die mir gerade einen Scheiß bringt. Irgendwo. Moment. Fleischfeld! Ne, hier nicht, warte. Hä? Ich hab jetzt. Ich glaube, da wo du gerade bist, sollen wir hin. Oder? Mein Gott. Ich hab jetzt vorhin nicht aufgepasst, leider. Also da drüben haben wir wieder was zum Ziehen. Dann wollen wir da mal hinten ziehen. Oder haben wir da dran schon gezogen? Ich weiß es nicht mehr. Lass uns das versuchen. Ne, sieht aus, als könnte man dran ziehen. Ja, doch, ziehen wir. Push it! Die welttödlichste Toilettenspülung. Super Toilette. Super Toilette. Toiletten super. Ach, gucke da. Sieht doch nach einem Plan aus. Und da sehe ich was funkeln. Und da sehe ich auch was funkeln. Und ich sehe gleich was ganz Nerviges auf uns zukommen. I am ready. Du bist niemals bereit. Ich bin König! Batman's Return! Ich bin König! Ich bin König! Friss Müll! Er denkt, dass ich wahrscheinlich ich bin König. Das Ding ist immun gegen Blendraketen, okay. Komm näher, komm näher. Au. Blödes Vieh. Ja, scheiß Positioning. Super schlechtes Positioning. Ich könnte hier hoch, aber... Gott, bist du fett. Ja, natürlich will das Ding auf mich. Aua. Wenn es auch mal auf dich gehen würde. Eat shit! Ich mach einen Decoy, oder was? Ich weiß nicht, kann ich's treffen, wenn's so ist? Wenn ich treffen würde. Yes! Oh Mann, geh da in die Mine, du Mistvieh. Och, komm. Ich geh mal dran vorbei, ne? Ich nutze die Gelegenheit. Hä? Was macht das? Erst wollte er gar nichts machen, jetzt hat er mich eingekesselt. Na super. Bin ich ja Knorke, dass ich da nicht durchkomme? Danke, Spiel. Super programmiert. Es ist doch tot. What's the deal? Oh Gott, bist du hässlich. Ein Seelenedelstein, okay. Ich weiß nicht, die Fresse von dem Ding sieht aus wie ein überlanges Schweineschlappohr mit Hauern. Ja, es ist Manbat. Es ist König.
Der König lässt sich auch nicht los. Ich bin König. Ja, das bist du. Aber teilweise ist es echt arschig. Da kannst du eingekeilt werden wie Sau. Ja, wie gesagt, ich hatte es ja auch schon. Ja, mit einer Minigun. Ja, ich war hinter einer Minigun und konnte mich nicht mehr bewegen. Der Endboss, der ihn geschafft hat, die Minigun. Ja, der Boss an sich war relativ langweilig, war übergroßes Kalamari. Und guck mal, der Part ist sogar vorbei. Alter, haben wir ein Timing gerade. Oh, Junge. Oh, Junge. Das heißt, im nächsten Part... Heute drehe ich mich im Kreis. Ich drehe mit. Beyblade. Mit das Waffen. Das heißt, im nächsten Part... Ach so, so machst du das. Ja, das geht natürlich auch. Beim nächsten Mal gehen wir diese Treppe da hoch und keine andere. Wir könnten aber auch diese Treppe da runtergehen. Was wir nicht tun werden, denn wir werden diese Treppe da hochgehen. Den Fahrstuhl nehmen. Nein. Du guckst mich an, als ob du wissen wolltest, ob es einen Fahrstuhl gibt. Bis zum nächsten Mal, Leute.